gerade so dieses Thema Geld finde ich so ein schönes Beispiel, wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, Katja, ich würde gerne was verändern, aber ich habe kein Geld. Und ich sage, das kenne ich super gut. Also glaub mir, wenn einer das Gefühl kennt, keine Kohle zu haben, eine Zeit lang habe ich das erfunden gehabt. Kenne ich. Die Frage ist nur, wenn du wartest, kommt dann das Geld? Also woher soll es kommen? Tut sich dann auf einmal der Himmel auf und boom, und der Geldsegen kommt auf einmal? Das Ding ist doch das, was heute ist, ist doch ein Resultat von dem, was du in der Vergangenheit entschieden hast. Dein Leben heute ist ein Resultat oder eine Konsequenz aus deinen Entscheidungen in der Vergangenheit. Dein Leben hat sich ja nicht von heute auf morgen plötzlich verändert, sondern das, was du vor 5 Jahren, vor 7 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren entschieden hast, das Ergebnis davon ist das Leben, was du heute lebst. Und wenn du dein Leben morgen verändern willst oder übermorgen, dann ist es nun mal das Ergebnis der Entscheidung, die du heute triffst. Was passiert denn, wenn wir länger warten? Schau mal. Wenn du länger wartest, ist doch was. Im Endeffekt ist es doch ganz simpel. Theoretisch ist es übrigens immer alles simpel. Du bist hier und du willst dahin. Und dann sagst du, okay, ich muss dahin gehen. Und dann ist die Frage, irgendwas steht dir hier im Weg, wo du sagst, da will ich nicht hin. Bei Markus war es jetzt der Schweinehund. Was ist es denn bei dir? Auch, ihr kennt euch schon länger, ne? Angst, Schweinehund, Gelegenheiten und. Die Frage ist, löst die Zeit das auf? In der Regel macht die Zeit doch was ganz Einfaches. In dem Moment, wenn du sagst, das ist dein Schweinehund, wir bleiben mal bei dem Schweinehund, das ist ein schönes Beispiel. Wenn du sagst, mein Schweinehund hält mich ab, was passiert, wenn du dich heute nicht entscheidest und morgen immer noch bei dem Gleichen bist? Was sagt dir dann dein Gehirn? Erklärt dir, warum du es noch nicht machen konntest. Das bedeutet, du findest eine Erklärung dafür, warum das noch größer wird. Und je länger du wartest, desto mehr Erklärungen findest du, warum die Gelegenheiten nicht da sind, warum es gerade schlecht ist, warum es sowieso nicht geht. Du findest Begründungen für deine Angst, und in dem Moment, wenn du deine Energie auf etwas legst, was passiert? Wird es kleiner oder wird es größer? Ja, es wird größer. Wenn du an Angst denkst, multipliziert sich die Angst. Das heißt, wir schaffen es. Ich war übrigens nie gut in Kunst, ist egal. Ne? Ihr wisst es ja, Elefant, ne? und Affe und sowas. Also ich nicht Affe, ich Elefant nicht zeichnen. Das bedeutet aber, ihr versteht, was ich meine. In dem Moment, wenn du sagst, wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas lenkst, wird es größer und größer und größer. Und irgendwann erklärst du dir, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Und je länger du wartest, umso größer wird der Berg. Und umso kleiner wird das, wo du hin willst. Und irgendwann siehst du, wenn du an dein Ziel denkst, vielleicht sogar an deinen Traum denkst, siehst du nicht mehr das, wo du hinkommst, sondern du siehst nur noch den Schweinehund, du siehst nur noch die Angst, du siehst nur noch das, was dich abhält.